In der Nähe von Plesser entsteht in den kommenden Jahren eine neue Wasserbehandlungsanlage. Symbolisch gestartet wurden die Bauarbeiten vergangene Woche mit einem ersten Baggerbiss. Gebaut wird zunächst eine knapp 1 Kilometer lange Dichtwand rund um das 4,5 Hektar große Areal. Der Standort im Niederungsgebiet der Schwarzen Elster ist gut gewählt, weiß Michael Mattes von der LMBV. Die Schwarze Elster ist ja der Hauptvorfluter für diese Region und die Grundwasserscheide im Norden ist nördlich des Balkaider Sees. Alles Grundwasser von da angefangen hat eine Hauptfließrichtung von Nordost nach Südwest und landet letzten Endes in der Schwarzen Elster. Wir haben dort zwischen jede Menge kleine Seen, angefangen mit dem Balkaider See als größten See und dann die vielen kleinen Seen, Heidesee, Kleinleibischer See, Keunesee und so weiter und die Gräben. Hier in diesen Gebieten in erster Linie der Floßgraben. Von dem Stadtgebiet Lauchhammer kommt der Binnengraben und der Hammergraben, der ebenfalls das Wasser sammelt und hierher leitet. Auf dem Weg von dort bis zur Schwarzen Elster ist das Wasser natürlich versauert und sehr stark eisenhaltig. Wir können in dieser kleinen Reststockkette, sogenannten kleinen Reststockkette, nicht eine Inlegbehandlung durchführen wie an den großen Seen. Das ist hydrologisch und technisch nicht möglich. Ganz davon abgesehen befinden wir uns dort in einem Naturschutzgebiet, was natürlich auch sehr störend sich auswirken würde. Deswegen muss hier am Zusammenfluss dieser Gräben, Floßgraben, Hammergraben, Binnengraben, diese Wasserbehandlungsanlage gebaut werden. Das Wasser wird hier gesammelt, gereinigt und geht dann gereinigt in die Schwarze Elster. Was heißt denn genau gereinigt? Also der pH-Wert wird auf ein neutrales Niveau angehoben und der Eisengehalt wird drastisch gesenkt. Wir haben Einleitwerte um die 70 Milligramm pro Liter Eisen und Ausleitwerte unter 3 Milligramm. Der pH-Wert im Eingang sauer um 3 und der Auslauf 6,5 bis 8. Die Bauarbeiten hier in Plesser beginnen mit dem Bau einer Dichtwand. Warum ist diese Dichtwand notwendig? Sie haben verraten, dass sie 30 Meter tief ist. Wie baut man so eine Wand? Ja, also erstmal notwendig ist sie deswegen, weil wir befinden uns hier unmittelbar neben der Schwarzen Elster, in der Elsterniederung. Natürlich haben wir hier mit Grundwasser zu tun und das in nicht, sagen wir, unerheblichem Ausmaß. Um das Grundwasser von der Baustelle fernzuhalten, muss man Wasserhaltung betreiben und ohne Dichtwand ist es eigentlich nicht möglich, technisch dort die Wasserhaltung zu betreiben und auch wirtschaftlich nicht mehr durchführbar. Deswegen wird die Dichtwand hergestellt. Die 30 Meter entstehen aufgrund der Geologie. Diese Dichtwand muss in einen Grundwasserstauer, also sprich eine Tonschicht, eingebunden werden, um das anströmende Grundwasser von der Seite abzuhalten. Deswegen die 30 Meter. Wie baut man eine so hohe Wand? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir machen das hier mittels einer Gerätetechnik. Sie sehen im Hintergrund sogenannte Leitwände aus Beton, 1,40 Meter hoch. Dahinter oder daneben steht ein Schlitzbagger. Der senkt einen Schlitz ab. Und dieser Schlitz wird mit einer Emulsion verfüllt, wird reingespült während der Baggerarbeiten schon, sodass sich an den Wänden dieses Schlitzes eine Dichtschicht bildet, die das Grundwasser abhält. Die Emulsion besteht aus Zement, Bentonit und Hüttensand. Gebaut wird an der Dichtwand bis voraussichtlich Ende 2019. In Betrieb gehen soll die Wasserbehandlungsanlage Mitte 2022.